Hallo und herzlich willkommen bei KVTV Praxis, das Magazin. Zum ersten Mal öffnete die KV Rheinland-Pfalz am 23. Mai die Türen für angehende Medizinerinnen und Mediziner. Im Rahmen der sozialmedizinischen Blockwoche empfing der stellvertretende Vorsitzende Dr. Andreas Bartels zusammen mit einem Team aus unterschiedlichen Abteilungen 23 Studierende. Auf der Agenda standen neben einem Lunch auf der Vorstandsterrasse viele Diskussionen und natürlich Vorträge. Es geht um Information, es geht um Austausch und es geht ganz schlicht ums Kennenlernen. Die KV Rheinland-Pfalz hat sich viel einfallen lassen, die Medizinstudierenden zu unterhalten und aufzuklären. Schließlich geht es um den Nachwuchs, den das Land für die ambulante medizinische Versorgung der Patienten braucht. Referenten aus unterschiedlichen Abteilungen berichten über die Aufgaben einer KV. Wie wird das Honorar berechnet und bezahlt? Wie kommen Verträge mit den Krankenkassen zustande? Und muss man sich vor Regressen fürchten? Gerade erst im 5. Semester sind das ganz schön viele Informationen. Aber der Austausch kommt an. Man hört in den Medien manchmal so, ach, da hat die KV wieder mit den Budgets und dann muss der Arzt in Regress treten und so. Also eigentlich habe ich gedacht, dass sich das mal so ein bisschen aufklärt, wie das nun wirklich so ist. Und das fand ich jetzt ganz gut, dass das so im ersten Teil so rübergekommen ist, dass es eben doch alles nicht so schlimm ist, wie es auch oft in den Medien dargestellt wird. Da ich eben auch mit dem Gedanken spiele, später mich als selbstständiger Arzt niederzulassen oder auch in der Gemeinschaftspraxis zu arbeiten. Deshalb finde ich es eigentlich eine sehr interessante Veranstaltung. Ich persönlich konnte mir nicht wirklich irgendwas drunter vorstellen. Es war eher, okay, man guckt jetzt mal, was auf einen zukommt. Und bisher bin ich wirklich positiv überrascht. Wenn man nicht aus dem ärztlichen Hintergrund kommt, hört man immer nur so, ja, Kassenarzt, du musst schauen, wie kommst du zurecht, IG-Leistung anbieten, dass du über die Runden kommst. Man hat so ganz wahnwitzige Bilder, die man so hört. Und jetzt wurde auch ziemlich viel relativiert, fand ich. Und auch, das, ich habe jetzt nach diesem Vormittagstermin schon das Gefühl, dass es auch durchaus machbar ist. Einfach. Also man wird hier quasi, finde ich, wird man bestärkt. Das kann man in die Hand nehmen. Man kriegt das hin. Dr. Felix Lang von der Unimedizin begleitet die Studierenden im Rahmen der sozialmedizinischen Blockwoche. Ich finde es wichtig, dass die frühzeitig wissen, dass sie da Hilfe haben und dass es möglich ist und dass man da gut von leben kann, auch wenn man jetzt nicht reich wird davon, muss man ja auch nicht. Aber dass es eine gute Möglichkeit ist zu arbeiten und auch familienfreundlich und so weiter. Und dass man bei der KV nicht, dass sie nicht Gegner ist, sondern dass sie einfach Unterstützer ist. Beim Vortrag über Fördermaßnahmen, zum Beispiel der Formulatur, kommen viele Fragen. Praktische ambulante Arbeit weckt Neugier. Dass es eine Formulaturbörse gibt und die KV Rheinland-Pfalz Ansprechpartner auch für Studierende hat, haben viele nicht gewusst. Auch nicht, was die KV leistet im Rahmen der ärztlichen Weiterbildung. Das Öffnen der Türen hat sich gelohnt. Für beide. Für die Kassenärztliche Vereinigung und für die Medizinstudierenden. Austausch ist wichtig, auch zwischen Kammer und KV. 6 Informationsveranstaltungen Kammer und KV vor Ort hat die Bezirksärztekammer Koblenz bisher für 2018 in ihrem Kammerbezirk geplant. Am 16. Mai fand die dritte Runde statt im St. Nikolaus Stiftshospital in Andernach. Gemeinsam will man sich auf diesen Veranstaltungen mit der Ärzteschaft austauschen, denn zu diskutieren gibt es viel. Neben der Versorgung von Patienten, dem Kampf mit der Bürokratie, drückt vor allem die Sorge, wie es in Zukunft weitergehen soll, wenn viele der Niedergelassenen in den nächsten Jahren in Rente gehen. Dass sich gemeinsames Engagement von Kammer- und Kassenärztlicher Vereinigung nicht ausschließt, sondern sogar Hand in Hand gehen kann, zeigt sich bei der gemeinsamen Veranstaltung Kammer und KV vor Ort. Vertreter beider Institutionen wollen mit den Niedergelassenen ins Gespräch kommen und zeigen, dass man sich nur gemeinsam den zukünftigen Herausforderungen der ambulanten medizinischen Versorgung stellen kann. Der Vorstandsvorsitzende der Bezirksärztekammer Koblenz, Dr. Karl-Heinz Kurfes, stellte deshalb auch einen sehr persönlichen Appell in den Mittelpunkt seines Vortrages, nämlich sich zu engagieren und so die Selbstverwaltung der Ärzte und Psychotherapeuten zu stärken. Zugleich war er für Verständnis für die sehr speziellen Anforderungen an die ärztliche Weiterbildung, die einen ganz besonderen Standard setzt im deutschen Gesundheitswesen. Von der KV Rheinland-Pfalz informierte Sandra Golzinski, die Leiterin der Koordinierungsstelle ärztliche Weiterbildung, über die Aktivitäten, die die KV betreibt, um die Niederlassung vor allem für die jungen Mediziner attraktiv zu machen. Dazu gehören die Weiterbildungsverbünde, die sich gerade überall in Rheinland-Pfalz bilden, genauso wie das Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin, das an der Universitätsmedizin Mainz angesiedelt ist.
Wie man richtig fit für die Niederlassung wird, das erzählte Melitta Fechner. Sie arbeitet als Niederlassungsberaterin bei der KV Rheinland-Pfalz und stellte die diversen Angebote sowie Förderungen vor. Im Schlussvortrag von Dr. Manfred Schnellbecher, dem Beisitzer im Vorstand und Mitglied der Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer Koblenz, ging es um die Anforderungen für den Erwerb und den Erhalt der Weiterbildungsbefugnis. Er warb eindringlich, sich rechtzeitig darum zu kümmern, denn die Weiterbildung junger Kolleginnen und Kollegen ist eine wirkliche Chance, einen Nachfolger für die eigene Praxis zu finden. Die Sorgen um den fehlenden Nachwuchs und die Nachbesetzung von Praxen waren ebenfalls Thema in der Diskussion, der sich auch der Vorstandsvorsitzende der KV Rheinland-Pfalz stellte. Dr. Peter Heinz wies auf die verschiedenen Möglichkeiten von Praxisstrukturen hin. Zusammenschlüsse unterschiedlicher Art kommen dem Wunsch der jungen Medizinergeneration nach flexibler Arbeitszeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser entgegen. Informationen zu den diversen Möglichkeiten einer Niederlassung, die finden Sie auf den Seiten der KV Rheinland-Pfalz im Internet. Das war KVTV Praxis, das Magazin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!